So, da sind wir wieder bei Let's Play Atlantica Online. Ich habe mir jetzt diese Verzauberungssteine rübergeholt und diese Kettensäge. Ich habe gesehen, ich habe die Sachen für den Anfang leider nicht mehr bei dem Charakter drauf. Er fehlt ganz viele auf Level 25 oder ja, 25 was glaube ich. Also wenn die 25 sind, werde ich ganz viel rüberschieben. Jetzt können wir uns endlich auch eine Waffe ausrüsten. Jetzt macht sie auch, glaube ich, Schaden mit der Waffe, weil die ist plus 5 auch noch. Also nichts mehr mit 3-3-3. Was Wunderbar. wir gleich machen können, zeige ich jetzt mal. Schupp. Das müssen wir, glaube ich, müssen wir das rausmachen. Kann auf jeden Fall drückt mal Rechtsklick auf die jetzt. Oh, kurz hier, kommt da rein. Automatisch, zeigt er allein, die automatisch gehen, ist ja nur das hier. Dann verzaubern. Ein bisschen warten. So, soweit ich weiß, kann man dabei nicht failen. Also es kann nicht kaputt gehen, als Idee wie bei anderen Spielen. Also hat man gelingt es immer. Es kann allerdings sein, zum Glück, dass es vielleicht auch mal nicht nur ein Level hoch geht, also plus von plus 1 auf plus 2, sondern auch von plus 1 auf plus 3 geht, wenn man Glück hat. Ist aber selten, aber kann passieren. Ja, Intelligenz ist nicht ganz so wichtig bei dem Charakter. So. Ja, mal gucken, wie wir jetzt uns gegen die Bäume schlagen. Dieses stört mich ein bisschen, weil sowas ist gar nichts wert am Anfang. Wenn man einmal zum Überleben. Nicht benutzen nach Stufe 20. Das kommt nach hier oben. Dann wirst du rechtzeitig benutzen. Hier sind wir schon bei den Bäumen. Die sehen nett und freundlich aus. Und jetzt. Ja, das sieht man manchmal, wenn man, wenn eine Dungeon-Gruppe, wenn eine Gilde oder Nation was gemacht hat, dann zum Beispiel Wings of Blood hat den Dungeon-Turm zum Basis abgeschlossen. Belohnung. Sind, keine Ahnung, was da stand. Oh, man merkt man schon einen guten Unterschied, jetzt was eine Waffe hat. Vorher hat sie ja gar keine Waffe gehabt, deswegen hat es auch keinen Schaden gemacht, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und jetzt. Jetzt macht sie guten Damage. Ach, wir müssen nur die leeren Teufelsbäume töten, die anderen nicht, gut. Arena. Braucht man nicht wirklich. Man kann hier auch auf, bei der Arena kann man sogar Wetten abschließen auf andere PvP-Teilnehmer. Dabei kann man echt reich werden oder arm. Das ist halt wie bei Lotto. Nur, dass die Chancen ein bisschen höher sind, 50-50. Übrigens, auch wenn jemand einen Teufelsbaum angreift, kann sein, dass hier gar keine dabei sind. Das ist ein bisschen fail, aber passiert. Dann haben wir gleich drei Stück down in einer schnellen kurzen Runde. Damit die nicht ganz so outside ist, heilen wir mal, damit sie mal was bringt. Wo das ein bisschen unnötig ist. Und da kommt gleich eine Menge Damage. Stufenaufstieg, super. Na, ja, ich habe wieder Magie gefunden, machen wir gleich auch auf. Ja, schön. Das müssen wir uns wirklich nicht durchlesen. Da ist Schatulle der Magie. Segen des Lebens ist für die Schamane zum Heilen. Düdelüdum. Und Emio, daraus bist du. Was soll ich tun? Aus dem Weg. Oh, schön, gleich vier Stück. Das ist auch lustig, wenn ich jetzt angreife und die beiden wären gestorben, würde mir das hier schon Angst gezeigt werden, auch wenn sie noch nicht tot sind. Daher weiß man manchmal gleich, ob sie schon tot sind oder nicht. Sehen, das erkennt man. Okay, keiner stirbt von denen. Das erkennt man gleich, wenn sie sterben, ganz gut, nicht einfach angreift schon. Man merkt, die Gegner versuchen auch die Position zu wechseln, schlau zu sein, bringt ihnen jetzt natürlich nicht so viel. Ah, oder? Ah, hat er Glück gehabt. Schlauer Bursche. Merkt man, ich bin jetzt zum Beispiel bei ihm ist das gut, denn er rennt nur hin. Er stirbt gar nicht. Ah, er weicht aus, deswegen habe ich schon gewundert. Hier, er ist natürlich gar nicht angekommen, man sieht es schon. Ist auch ziemlich lustig. Ja. So, super. Ich
Merkt, er hatte 36 EP gekriegt und sie 201 für den Angriff. Liegt daran, dass sie ihn getötet hat, also unsere Hauptcharakterin. Ja. Und hin. Finde ich, dass das Einzige, was zu Identica finde ich passt, ist diese Kettensäge, ganz ehrlich. Die anderen Waffen sind so ein bisschen normal angelehnt, außer, naja, das heißt Magie, das gehört auch irgendwie zu so einem Spiel. Aber die Kettensäge passt irgendwie gar nicht rein, was soll's. Wunderbar! So, wunderbar. Es geht los! Und alle down. Jo. Wie angezeigt. Wunderbar. Heiltrank gefunden. Ja, ist okay. Und ein letztes wahrscheinlich noch. Jo. Wunderbar. Das greifen wir an. Den. Ich strecke euch mit einem Schlag nieder. Wunderbar. So, es geht los. Peter, jetzt bin ich dran. Ja? Aus dem Weg. Oh, der Monster-Info gekriegt. Und alle tot. Ach, sie greift doch alle drei Reihen an. Das ist also der Unterschied zwischen dem Speer und sie. Speer greift nur zwei Reihen an, sie drei. Ach, ist doch, was ich erzählt habe, falsch. Ja. Ah, das brauchen wir gar nicht. Ups, na was soll's. Ein bisschen Training schadet nie. So, es geht los. Boah, beide weichen aus. Geschenke halten, juhu. Einer, falls der Müll da ist. Stellt sich irgendwann heraus. Und ein Geschenk, weil der Level 10 erreicht haben. Dies ist ein Level abgeschenkt. Willst du nicht wissen, was dran ist? Nö. Sonst ehrlich, will ich nicht wissen. Ich mach's trotzdem auf. Wir so ein Coupon und das hier, was ist das? Boah, Junge, man kann das Spiel echt ganz hart übertreiben. Ganz ehrlich, früher haben wir uns in der Mühe gemacht, das auf Level 10 selbst zu machen. Jetzt kriegt man das in den Arsch geschoben. Bin ich ein bisschen fail. Ehrlich. Es ist ein bisschen übertrieben, weil es echt ganz schön einfach dadurch wird. Also, nur um die Spieler darauf zu kriegen, das zu zocken, sowas zu machen, ist ein bisschen peinlich. Jetzt, ja, ab Level 8 oder 9 fängt die auch also an zu... das da zu machen. Nun, zumindest fühle ich mich jetzt etwas sicherer. Das Schicksal muss uns zusammengeführt haben, um diesen Wald retten zu können. Was auch immer mit dem Wald der Seelen geschehen ist, es hatte auch Einfluss auf meine Gesundheit. Seit all dies seinen Anfang nahm, spüre ich die Veränderung im Wald der Seelen auch an meinem eigenen Körper. Mir wurde ohne ersichtlichen Grund immer zu schwindelig und übel. Diese Symptome verschlimmern sich, je tiefer ich in den Wald hineingehe. Und so ist es auch mit dem Wahnsinn der Geister. Warum seht ihr mich so an? Oh, ihr seht diese Narben? Kümmert euch nicht drum. Mir geht es schon wieder gut. Ich hatte nun etwas abbekommen, als ich die eine oder andere Teufelsbombe daran hindern wollte, aus dem Wald auszubrechen. Dann ging mir auch noch die Medizin aus, die ich für die Behandlung meiner Wunden brauchte. Dürfte ich euch wohl noch um einen kleinen Gefallen bitten? Pusan ist jedem... Das finde ich ganz dreist hier. Einfach einladen. Pusan ist die dem Wald der Seelen am nächstgelegene Stadt. Hier steht je nachdem was anderes, was man halt als genommen hat am Anfang. Bitte nutzt das Krankenhaus im Stadtmenü, das ihr rechts im Fenster sehen könnt, sobald ihr die Stadt betretet. Bitte kauft mir ein Ginseng, wenn ihr dort seid. Ich möchte Medizin daraus herstellen.
So, jetzt müssen wir da hinlaufen, nach Busan, einen Ginseng holen. Die Pflanze gibt es übrigens auch in echt, wie ich mal gesehen habe, oder was es auch mal ist. Hatte ich einfach mal gesehen. Und dann, weil ich den Namen kannte von Atlantica, hat es ein bisschen Klick gemacht. Aber das für alle Art von Heiltränken braucht das Zeug. Dass das in echt so ist, wenn man die Pflanze kauft, dass man die dafür braucht, bezweifle ich zwar ein bisschen, aber nur mal zur Erwähnung. Wir können auch übrigens rote Hirsche killen. Ich glaube, müssen wir sogar später. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir die Hirsche killen müssen. Die sind schon auch ultra böse, so wie sie aussehen. Wie die Viecher im Wald der Seelen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie weit wir klatschen müssen nach Busan. Es dürfte nicht weit sein. Busan ist da, wir sind hier. Es geht. Also ich habe jetzt auch die Kettensäge genommen, wo ich schon eine 5 war hatte, weil erstmal ist die wirklich viel, viel besser, weil die natürlich Level 10 ist, was ein gewaltiger Unterschied ist. Und einfach auch daher, weil die sind eh auch schon weg vom Fenster. Wo ich mich immer noch ein bisschen aufrege, dass man das so in den Arsch geschoben kriegt, denn echt, das ist klar für euch, wird es wahrscheinlich gut sein, wenn ihr neu anfängt, aber mich als Spieler, der schon lange dabei ist, ist halt ein bisschen dreist, dass man merkt, dass am Anfang sich schwer hocharbeiten musste und man nichts Geschenke gekriegt hat und jetzt wird man voll gebasht damit. Das fängt schon hier mit diesen Dingern hier an. 28 Tage, alles umsonst. Ist schon hardcore. So, das Krankenhaus. Jetzt ist auch lustig. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, in Ginseng holen will, kostet mich das 100 Gold. Gehe ich jetzt auf Kaufen, hier. Dann gebe das gleiche mal kurz ein. Sehe ich hier Ginseng und mal sehen, es wird... Oh, das ist jetzt mich überrascht. Meist gibt es das noch billiger. Mal steht da mindestens 99 Gold von irgendwelchen Leuten. Naja, was soll's, ihr kommt einfach mal hierher, ist nämlich sowieso egal. Noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Ach, wir haben sowieso noch gar kein Level zum Herstellen, von daher. Na? Ah, wir müssen es wirklich im Krankenhaus kaufen. Fail irgendwie. Keine Ahnung warum, aber... Machen wir es mal. Ja, damit sie alle glücklich sind. Und die Rollen, ob wir die nochmal brauchen, wer weiß. Behalten wir sie erstmal. In den Geschenken, was ist hier dran? Ach, die Sachen, genau. Ein bisschen Inventar aufrüstet, aufräumen. Brutaler Welle ist nicht gut, sollte man nicht benutzen. Und Verhexung auch nicht. Man sollte einfach nur am Anfang hier auf Leben gehen. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich erkläre kurz, was die beiden Zauber sind, die ich nicht will. Verhexung ist, ergreift meinen Charakter an, macht so Magieschaden und brutaler Welle ist, glaube ich, soweit ich weiß, dass mein einen Charakter sauer macht, den kann man nicht mehr kontrollieren, der greift dann irgendwie mit voller Wucht an dafür. Mehrere Runden lang.